360 Football hier mit einem neuen Video. Heute zeigen wir dir ein ganzes Mittelfeldspieler-Training, das du alleine durchführen kannst. Wie immer unten in der Videobeschreibung die Supplements abchecken. Pre-Game habe ich mir natürlich gegönnt für die Trainingseinheit. Und sonst auch, wenn du zu uns direkt trainieren kommen möchtest, dann melde dich unten an. Aber jetzt, komm, zeigen wir die ganze Einheit. Zum Start kannst du dich auch ein bisschen ohne Ball aufwärmen oder ein paar easy Ballhandling-Übungen machen, einfach je nach Level, wo du bist. Danach würde ich dir aber empfehlen, direkt an eine Wand zu gehen, egal wo. Hier ist natürlich optimal, aber es kann auch bei einem Block sein, roter Platz oder was auch immer. Hauptsache, du ziehst es durch. Und auch wenn der Ball mal ein bisschen springt oder zurückspringt, das ist kein Weltuntergang. Du lernst sogar teilweise mehr. Jetzt erste Übung, ganz einfach, oder generell die ersten paar Übungen. Spannung im Fuß aufbauen, Passqualität. Und von Anfang an würde ich versuchen, beidfüßig zu arbeiten. Machen wir hier ein bisschen direkt. Und wenn es gut läuft, kann man dann die Passstärke auch immer ein bisschen steigern oder dann auch die Distanz größer machen. Dann auch noch ohne Markierungshütchen möglich, annehmen, spielen oder gleicher Fuß, annehmen, spielen. So ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man den Ball sauber annehmen kann oder muss und dann auch einen geraden Pass spielen. Danach würde ich aber das Ganze direkt schwieriger machen. Hier eine Markierung dazu nehmen. Zuerst Innenseite mitnehmen, spielen, mitnehmen, spielen. Und auch hier kann man natürlich sehr variieren, was die Schwierigkeit anbelangt. Stärkere Pässe und dann wirst du natürlich immer mehr gefordert. Nächste Übung, Außenrissmitnahme. Rest bleibt eigentlich gleich. Weitere Variante. Stoppen mit der Sohle. Spielen, zack, drüber. Spielen, zack, drüber. Und so weiter. Oder direkt etwas schwieriger. Pop, pop. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das war der Start. Da ging es darum, so viele Ballkontakte so schnell wie möglich zu sammeln. Kurze, schnelle Ballannahmen, schnelle Pässe. Alles auf relativ kleinem Raum. Aber als Mittelfeldspieler musst du auch andere Sachen beherrschen. Zum Beispiel das Klatschen lassen oder in der Schweiz genannt Prallen. Das kann man hier auch sehr, sehr gut üben. Ball nach vorne legen, spielen und ablegen. Am Anfang kann man das auch locker machen. Dann wieder spielen nach vorne, Körper, schlechtes Beispiel. Hier zum Beispiel nicht sauber getroffen. Spielen, Körper eher ein bisschen nach vorne, prallen. Dann dasselbe auch mit dem schwachen Fuß. Hier würde ich immer beidseitig arbeiten. Spielen, prallen. Und so weiter. Intensität kannst du dir hier selber ein bisschen einteilen, wenn du zum Beispiel gerade Match hattest oder Spiel, machst du ein bisschen längere Pausen. Wenn du aber gerade auch kein Training hast oder so, dann kannst du dich pushen und eins nach dem anderen machen, sodass du auch ermüdet wirst und etwas für deine Kondition machst. Dann weitere Variante, wir möchten im Spiel natürlich nicht immer nur klatschen lassen. Wenn es irgendwie geht, möchten wir natürlich den Weg zum Tor finden und dann müssen wir uns auch aufdrehen. Das soll auch geübt werden. Auch wieder spielen und mitnehmen. Und dann pop, spielen, direkt in den Lauf mitnehmen. Und dann spielen auch hier, mal mit links aufmachen und so ein bisschen variieren. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir keinen Gegner im Rücken haben. Im Spiel ist das natürlich nicht immer so. Darum, wenn du das schon gut beherrschst, Schulterblick mit einbauen, spielen, schauen und dann mitnehmen.
Dann, wie schon erwähnt, ist es natürlich oft so, dass man einen Gegner im Rücken hat. Entweder lässt man dann klatschen, aber je nach Spielsituation versucht man den Gegner auch mit einem Ballkontakt auszuspielen. Wie kann man das üben? Hier zwei Markierungshüten. Man spielt, nimmt dann den Ball so um den Gegner mit. Und hier kann man auch ein bisschen variieren. Rechter Fuß, linker Fuß. Und dann auch beide Seiten üben. Dann als Steigerung auch möglich, noch eine kleine Täuschung einzubauen und dann den Ball etwas weiter mitnehmen, vielleicht auch mal etwas enger mitnehmen. Das kommt dann auf die Spielsituation drauf an. Bei der nächsten Übung nehmen wir den Ball einfach in den freien Raum mit. Wir gehen mal davon aus, wir können nicht aufdrehen, wir haben einen Gegner im Rücken, aber wir sehen links oder rechts den freien Raum. Plus, wir üben danach direkt noch das Abkappen, Abbrechen, wenn wir dann merken, es war vielleicht doch nicht die richtige Entscheidung. Also wir spielen, erster Kontakt in den Lauf, Abbrechen. Kannst du dir auch ein bisschen Zeit nehmen. Hier relativ starker Pass. Nimmst du in den Lauf, Papa. Gibt natürlich ganz viele verschiedene Varianten, bei jedem Spieler unterschiedlich. Je nachdem, was er gerne einbaut. Schwieriger Ball, okay. Brechen wir ab. Die würde ich auch üben, immer stärker spielen. Die Breite dieser Markierungshüten kann man auch variieren. Je weiter sie weg sind, je mehr muss man ihn in den Lauf mitnehmen. Und so wirst du definitiv besser. Jetzt lange Bälle möchten wir auch unbedingt üben. Das ist nicht ganz einfach alleine. Was wir hier immer empfehlen, ist, sich eine Wand zu suchen. Im Notfall auch ein Gitter. Dort ist das Problem, dass der Ball nicht richtig zurückspickt. Aber bei einer solchen Wand ist das tipptopp. Der erste Fokus sollte auf die Technik gelegt werden. Schön unter den Ball kommen und der Ball sollte den Backspin drin haben. Mal als erster Punkt, den man selber überprüfen kann. Danach kann man natürlich auf die Genauigkeit gehen, sich ein Ziel suchen, das treffen. Und dann geht es einfach um die Wiederholung. Man kann Halbhohe machen. Oder ein bisschen höher treffen versuchen. Je nach Spielsituation, die man im Kopf hat. Erster Ballkontakt am besten immer wieder vorlegen. Zuerst mal den starken Fuß meistern, damit du den auch wirklich im Spiel einsetzen kannst. Und dann kannst du auch mit dem schwachen versuchen. Bisschen sehr weit nach links gegangen. Hier sieht man zum Beispiel, der dreht nicht so schön. Jetzt war schon besser. Auch länger nicht mehr gemacht. Schöner unter den Ball kommen. Dann funktioniert das Ganze aber. Jetzt, das sind eher ein bisschen Chipbälle, wenn du es dann gut im Griff hast. Kannst du natürlich versuchen, stärkere Bälle zu spielen. Das war's mit dem Video. Jetzt gilt es, das selbstständig durchzuziehen und somit als Mittelfeldspieler individuell deutlich besser zu werden. Wie schon am Anfang gesagt, wenn du zu uns direkt ins Training kommen willst, die Videobeschreibung abchecken und sonst auch für unser Online-Trainingsprogramm sowie auch für unsere Supplements. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, Gas geben und wir sehen uns beim nächsten Mal.